Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte euch dieses Buch hier, Nalumas Fantasiereisen von Cornelia Rose Paul aus dem Kösel Verlag schon vorgestellt und habe da auch angekündigt, dass ich eine der Naluma Fantasiereisen eingesprochen habe für euch, dass ihr einen Einblick bekommt, wie ist das Ganze aufgebaut, kann ich mir das für mich und mein Kind vorstellen. Ich hoffe, dass es euch überzeugt, weil ich bin sehr, sehr überzeugt von diesem Buch. Und diese Fantasiereise folgt jetzt. Ich wünsche euch und euren Kindern ganz, ganz viel Freude damit. Naluma, ich traue mir nichts zu. Gut, dass du mich rufst. Gehen wir lieber auf Reisen und finden die Neugier und das Zutrauen in dir. Mach es dir dort, wo du gerade bist, gemütlich. Achte auf meine Stimme und vielleicht ist es angenehm und schön, einfach nur all dem zu lauschen, was es zu lauschen gibt. Oder dich ganz ruhig zu wundern, was es in deinem Inneren zu sehen gibt. Ob du die Augen schließt oder sie offen lässt, lass es einfach geschehen. Und mit jedem Atemzug, du atmest ein und aus, ein und aus, ein und aus, wirst du immer ruhiger. Gut so. Genieße es, das zu hören, was es gerade zu hören gibt. Die Farben zu sehen, die es zu sehen gibt, die Gerüche zu riechen, die es zu riechen gibt. Mit jedem Atemzug spürst du, wie der Atem von oben bis unten langsam durch deinen Körper fließt. Alles in dir wird ruhiger. Deine Gedanken haben keine Richtung. Sie sind einfach nur da. Und während du ein- und ausatmest, gehen wir auf Reisen. Schau in deinen Gedanken nach oben in den Himmel. Siehst du, wie schön blau der Himmel ist? Wie die Wolken weiß und leicht dahinziehen? Und wie warm die Sonne auf dein Gesicht scheint? Spürst du die Wärme in deinem Gesicht? Gut so. Und wie von selbst breitet sich die Wärme langsam in deinem gesamten Körper aus? Es ist, als wenn die Wärme und das Strahlen der Sonne dich mit ihrem Licht und ihrer Kraft ganz ausfüllen. Spürst du diese Kraft? Gut so. Es ist ein schönes Gefühl, so voller Kraft zu sein, und du bekommst richtig Lust, die Vögel am Himmel näher zu betrachten. Wie sie dort am Himmel auf- und abfliegen, ihre Kreise ziehen oder immer höher hinauf in den Himmel steigen. Vielleicht kannst du auch ihre Rufe und ihr Zwitschern hören. Höre genau hin, denn vielleicht wollen sie dir ihre Geschichte erzählen, wie es war, als sie klein und schutzbedürftig im Nest gesessen haben und von ihren Eltern versorgt wurden. Vielleicht wollen sie dir auch erzählen, wie sie dann eines Tages groß genug waren, um einfach loszufliegen, sich in die Lüfte zu erheben. Sie wussten anfangs nicht, wie es sich anfühlt zu fliegen. Vielleicht waren sie auch ein wenig zögerlich und hatten Bedenken, wie es sein würde, wenn sie fliegen und ob sie das überhaupt können.
Aber ihre Eltern haben sie immer wieder unterstützt und ihnen gesagt: Trau es dir zu, du kannst fliegen. Dir passiert nichts. Alle Vögel können fliegen, du musst es dir nur zutrauen. Probiere es einfach aus. Du wirst merken, wie schön es ist, durch die Luft zu gleiten und die Welt von oben zu betrachten. Du hast genügend Kraft in deinen Flügeln. Sie tragen dich bei jedem Wetter. Du kannst jedem Wind und Sturm trotzen, denn du kannst sehr gut fliegen. Die Vogeleltern machten ihren Jungen auch Mut, indem sie ihnen versprachen: Wir werden dich immer begleiten. Und wenn du einmal nicht weißt, wie oder wohin du fliegen willst, kannst du uns immer fragen. Und später wirst du viele Freunde haben, mit denen du gemeinsam fliegen kannst. Und eines Tages dann wussten die kleinen Vögel, dass sie es sich zutrauen können zu fliegen. Sie waren sich sicher, dass sie fliegen können, denn ihre Eltern hatten ihnen all ihr Wissen und ihre Kraft mitgegeben, um sicher und gut fliegen zu können. Wie wäre es, wenn die Vögel dich einladen, mit ihnen durch die Lüfte zu gleiten? Welcher Vogel auch immer du sein möchtest, spüre die Kraft deiner Flügel. Jeder Flügelschlag macht dich so glücklich. Und die Sonne und die Wärme in deinem Innern lassen dich leicht und kraftvoll sein. Sieh, wie ein Vogel von ganz weit oben hinab auf alles, was es zu sehen gibt. Höre, was es zu hören gibt. Fühle den Wind in deinem Gesicht. Genieße das Gefühl, dass du es dir zugetraut hast. Gut so. Gleite in dem Wissen dahin, dass du dieses Gefühl immer wieder in dir spüren wirst, wenn du dir etwas zugetraut hast. Gut so. Verabschiede dich nun langsam von den Vögeln. Gut so. Und langsam und behutsam und in deinem eigenen Tempo kehre ins Hier und Jetzt zurück. Atme kräftig ein und aus. Strecke die Arme und Beine. Fühle den Sitz unter dir und schlage die Augen auf.